So Leute, willkommen zu Yu-Gi-Oh! Online. Heute mit dem Spellcaster Judgment. Sprich, so eine weitere veränderte Form von Magier-Deck. Ja, sieht man ja schon mal, ist reichlich nett. Wir haben Tsukuyomi gespielt. Online und wenn der Infos sind. Da gibt es ja, wenn diese Karte als normale Form, die verdeckte Verteidigungsposition brauchen wir nicht. So, spielen es einfach auf Verteidigung, weil ich nicht weiß, wie unser Gegner bzw. mit unserem erfahrenen Magier umgehen wird. Heruf der Gejagten wurde vernichtet. Shiro Tenji. Okay, sagt mir jetzt nichts. Okay, es ist ein weißer Drache-Deck. Oh, das ist ein Exodia-Deck. Hm, weiß ich nicht. Aber der hatte Glück gehabt, dass er den Zahlungsname noch gezogen hatte, ne? Eine Karte. Okay. Auszubildende Ritterin, die wird mir helfen. So, Adliger der Auslöschung. Da finde ich mir jetzt die verdeckte Karte. Mal schauen, was drunter ist. Ach, sehr will was aktivieren. Nee. Flammenfell Quad. Interessante Karte. Na verdammt. Das war Fail. Ich wusste nicht, dass der Effekt aktiviert wird. Leider nochmal so Ruf des... Du kannst nur einen Ruf des selben pro Spieltag aktivieren. Sehr gut gemacht, Shiro Tenji. Ich weiß nicht, ob er so heißt, vielleicht. Manche Leute sind so höflich und geben hier wirklich ihren Namen an. Würde ich jetzt aber nicht so machen. Was ist das denn jetzt? Maid mit den blauen Augen. Sieht fast wie Kisara aus. Nein, ein klein bisschen. Die breite Karte bringt mir nichts. Gut, er weiß definitiv, was jetzt unter dieser Karte ist. Ich meine, wir haben gar keine Chance gegen einen weißen Drachen. Willst du eine Beschwörung mit der Verteidigung von deiner Hand? Was? Die ist nice, die Karte. Wenn wir mal so einen Magier oder so ziehen. Könnten wir eventuell doch den weißen Drachen besiegen. Aber was ich hier sagen muss, ist schon lobenswert. Man sieht sehr seltene Spieler mit einem weißen Drachen spielen. Also ich persönlich bin auch zu denjenigen, die sehr gerne mit einem Drachen spielen. Also weißer Drache ist definitiv auch immer in meinem Standarddeck drin. Und okay, er wird wahrscheinlich eine... Was? Okay, diese Karte kann man nicht vernichten. Diese Karte ist absolut perfekt. Mit dieser Karte kann man ständig weitere neue weißen Drachen rufen. Abnormal. Priesterlicher Sonderdrache Overlord von Heliopolis. Kenne ich noch nicht mehr die Karte. Oh, das ist mies. Ja, das Spellcaster of Judgment hat wirklich ein paar Karten drin, wo man sagen soll, Leute, was habt ihr überhaupt dabei gedacht, als ihr dieses Deck gespielt habt? Nee, ist wirklich so. Also bei manchen fragt man sich wirklich,
was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Ja, gewonnen hat er definitiv schon. Aber coole Karte, die er da gerufen hat. Dieser priesterliche Sonderer. Er greift mit einem Nuller-Monster an. Interessante Wendung. Geeky Break, nicht schlecht, also die Karten gefallen mir. Aber schön, dass er meine magische Knallkarte vernichtet hat. Die brauchten wir nämlich definitiv nicht. Jo. Der gejagt. Bringt mir leider nichts, die Karte. Leider nicht, weil wir doch ziemlich Probleme dabei werden, überhaupt zu gewinnen. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich sein Monster nicht vernichten kann, aber Shiro Tenji, was soll der Scheiß? Finde Bindung ist abgebrochen, wahrscheinlich hat er auf Aufgeben gedrückt oder weiß Gott warum. Er hat gerade gewonnen. Er hätte gewonnen, verdammt nochmal. Jetzt habe ich mit einem schwachen Deck wirklich gerade gewonnen, weil der Gegner wieder aufgegeben hat. Das meine ich bei dem Spiel ist wirklich Überraschung pur. Also ich weiß nicht, was an diesem Spiel immer so ja, was da immer los ist. Also ich verstehe nicht, wieso die Gegner hier mal aufgeben oder warum die überhaupt irgendwas gemacht haben. Also man sieht ja hier jetzt wieder in dem Fall hier bei diesem Duell, die Gegner haben jetzt hier fast sicher gewonnen gehabt. Ich hätte hab jetzt absolut nichts mehr gehabt in dem Deck. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen überlebt etc. Und ja, das war's. Ich hätte nichts machen können oder sonst irgendwas. Und ja, der Gegner hätte locker flockig jetzt gewonnen gehabt und schon wieder Verbindung abgebrochen oder aufgehört oder sonst irgendwas. Und das finde ich ziemlich schade. Also ich freue mich jetzt wieder über den Sieg, aber wenn man sich die Season 1 und jetzt auch wieder das zweite, die Season 2, dieses Duell als auch das letzte Duell wurde oder habe ich wieder gewonnen wegen Verbindungsproblemen etc. Oder die Gegner haben einfach aufgegeben, ich weiß nicht. Da stand einfach Verbindung ist abgebrochen. Und ich finde es ein bisschen schade, warum die Leute hier abbrechen, weil, naja, sie haben fast sicher gewonnen gehabt. Im Fall vom letzten Duell hat er sich wahrscheinlich zu sehr geärgert, dass ich seine Fallenkarten annulliert habe, aber Leute, ich habe auch nur ein einziges Mal, glaube ich, aufgegeben gehabt, wo ich dachte, es hat keinen Sinn mehr, ne? Aber gut, Leute, wir haben gewonnen. Wir sehen uns im nächsten Part von Yu-Gi-Oh! 9 Season 2. Und schreibt mir mal vielleicht eure Meinung, warum die Leute hier eventuell aufgeben oder Verbindung abbricht. Kann das wirklich sein, dass hier die Verbindung ständig abbricht? Weiß nicht, also ich kenne mich da überhaupt nicht aus mit, deswegen vielleicht weiß der eine oder andere von euch das. Dann schreibt es doch mal unten in die Kommentarliste, denn ich würde mich mal interessieren, warum das immer passieren wird. Naja, egal, bis dann, haut raus, ciao.